Calimera Freunde und herzlich willkommen hier bei Kreta TV. Und im heutigen Video möchte ich euch eine Frage stellen, beziehungsweise ob ihr das auch schon beobachtet habt, nämlich den momentanen, ja, seit ein paar Jahren erlebt Kreta irgendwie einen regelrechten Bauboom. Also wenn wir hier jetzt durch die Gegend fahren, durch die Dörfer durch, speziell auch auf den Hauptverbindungsstrecken, wir sehen momentan sehr, sehr viele Neubauten, also Rohbauten noch, von Apartmentanlagen, Hotelanlagen. Auch in den aktuellen Medien wird immer berichtet, es werden neue Projekte gebaut. Und ich mache mir so die Gedanken, die möchte ich mir mit euch gemeinsam machen. Wo geht dieser Trend hin? Findet ihr das jetzt für die Insel positiv? Oder würdet ihr sagen, ja, bitte nicht alles zu betonieren? Ja, und ich möchte auch mit euch ein wenig diskutieren, in welche Richtung dieser Trend momentan nach euren Einschätzungen geht. Ist es okay, wenn immer mehr gebaut wird? Man muss sich ja vorstellen, der Kreta, die Bevölkerung, es gibt so ungefähr 635.000 Einwohner hier auf Kreta. Und ja, Haupteinkommensquelle ist unter anderem natürlich der Tourismus. Und meine Frage an euch, wie weit sollte man gehen in diesem Bereich? Ja, unsere Ansicht ist natürlich, man sollte mehr unterstützen, die Bevölkerung, vielleicht kleine Dörfer, wo man sagt, okay, man wohnt in einem Dorf und nicht in einem Hotelbunker. Und natürlich sind auch die Bedürfnisse unterschiedlicher Natur. Nur Kreta hat irgendwie einen Charme und man sollte diesen Charme halt nicht jetzt mit zu massiven Bauvorhaben zerstören. Und wir sind natürlich gespannt, was du über dieses Thema denkst. Es ist nicht nur Hotelanlagen geplant. In vergangenen Videos haben wir natürlich auch Projekte vorgestellt, die wir von den lokalen Medien entnommen haben. Es ist eine Autobahn geplant, es sind Windräder geplant, also eigentlich kann man schon sagen, richtige Windräderparks. Und ja, es gibt positive Stimmen dazu, es gibt negative Stimmung dazu. Und auch unter der Bevölkerung, manche finden das positiv, manche weniger. Solarenergie wird auch geplant auszubauen. Natürlich, wie heute in ganz Europa diese Energiewende jetzt momentan stattfindet, wird hier auf Kreta oder auch Gesamtgriechenland natürlich auch in diese Richtung geplant. Ob das jetzt für die Landschaft gut ist, für die Bevölkerung gut ist, ich kann nur eines sagen, ich habe keine Erfahrung mit Windrädern an sich. Also in Österreich gibt es natürlich, wenn man jetzt Richtung Burgenland fährt in den Osten, ganz Burgenland ist irgendwie zugepflastert mit lauter Windräder. Und was uns aufgefallen ist oder mir aufgefallen ist, diese Windräder sind nicht leise. Also unmittelbar neben einem Windrad zu wohnen, ist furchtbar. Man hat immer so unterschwellige Geräusche im Ohr, ist natürlich klar, wenn man das tagtäglich dann hört, irgendwann blendet man das weg, aber im Unterbewusstsein dringt es doch immer wieder durch. Und ob es jetzt gesundheitsfördernd ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber natürlich großes Thema, Energiewende in ganz Europa, auch in Griechenland, in den Medien. Ja, es wird öfters in der Woche von solchen Projekten gesprochen. So, und ja,
Natürlich schreibt bitte auch eure Meinung über den Bauboom hier auf Kreta. Würde mich ganz sehr interessieren, wie deine Meinung dazu ist und ob es in Richtung positiver Seite geht oder eher ins Negative geht. Jeder hat seine Meinung und genau die wollen wir von euch wissen. Wir sehen uns natürlich beim nächsten Video wieder.